Hallo liebe Heimkino-Interessenten und willkommen zum ersten Teil meines Videotutorials, wie baue ich mir eine manuell stufenlos maskierbare Heimkino-Leinwand mit einfachsten Mitteln. Ich zeige euch dazu eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, ähnlich wie bei einem Lego-Modell, die hoffentlich keine Fragen offen lässt, und untermauere die Skizzen mit ausgewählten Bildern. Später zeige ich euch noch, wie ihr ohne großen Aufwand aus der manuellen Maskierung eine elektrische macht. Doch zuerst noch drei kleine Hinweise von mir, bevor es dann richtig losgeht. Die von mir hier dargestellten Maße sind meine verwendeten Maße. Es war für mich ein Learning by Doing Prozess, in dem ich vielfach zurückbauen und neu konzipieren musste. An einzelnen Stellen werde ich Hinweise dazu geben. Trotzdem sollte jeder von euch selber noch einmal messen und vorab überlegen. Wie heißt es doch so schön? Alles ohne Gewehr. Die Abstände der Hilfslinien können uneingeschränkt auf alle eure Projekte übertragen werden. Eure angestrebte Bildbreite sollte zudem zwischen 1,5 und 2,5 Meter liegen. Darüber hinaus ist es sehr schwer, an vernünftige Materialien zu kommen. Deshalb für alle die, die größer bauen wollen, informiert euch vorher. Nicht, dass es an der Länge der Maskierungsschienen scheitert. So, aber nun genug der einleitenden Worte. Lasst uns anfangen. Als erstes skizziert ihr euch eure Wand mit Breite und Höhe. Bei mir also 3 x 2,50 m. Ihr solltet euch jetzt bereits Gedanken über Sitzabstand und Bildbreite gemacht haben. Dazu habe ich ganz einfach Zollstöcke an die Wand gehalten, um ein Gefühl für die spätere Bildgröße zu bekommen. Nicht, dass ihr am Ende ein zu großes und mitunter verpixeltes Bild habt, oder euch ärgert, weil das Bild zu klein ist und das Kinofeeling gar nicht so richtig aufkommen will. Habt ihr in Gedanken alles durchgespielt, folgen nun eine Menge Hilfslinien, die ihr an die Wand zeichnet. Zuerst legt ihr die zukünftige vertikale Bildmitte fest. Nicht immer muss diese in der vertikalen Mitte der Wand liegen. Die horizontale Bildmitte ist häufig die Augenhöhe der zukünftigen Sitzposition plus minus 20 cm. Wie gesagt, das sollte man schon vorab einmal ausgiebig getestet haben. Ich habe mich für eine Bildbreite in meinem Kino von 2,50 m entschieden. Demzufolge muss die Bildhöhe bei 16:9 Standardformat ca. 1,41 m betragen. Diesem ersten Aufmaß gibt man oben und unten sowie rechts und links jeweils 5 cm hinzu. Wir haben nun die exakte Position und die Rahmengröße unserer Leinwand bestimmt. In meinem Fall also 2,60 m x 1,51 m. Nun folgen noch drei weitere Hilfslinien. Zwei vertikale jeweils rechts und links in einem Abstand von je 3 cm zur Rahmenbreite und eine horizontale. Diese Horizontale ist 7 cm von der Oberkante des Leinwandrahmens anzusetzen. Nun könnt ihr mit der Holzkonstruktion beginnen. Zum besseren Verständnis habe ich nun links die Seitenansicht der Wand eingefügt. Für die Holzkonstruktion werden normale Kanthölzer aus dem Baumarkt verwendet. Genug Stabilität liefern dafür Holzlatten mit den Maßen 50 x 30. Als erstes setzen wir die unterste der beiden horizontalen Latten mit der 30er Seite an die Wand. Auf ihrer 50 mm tiefen Oberseite steht später die Rahmenleinwand. In meiner Konstruktion sind beide Latten 2,66 Meter lang. Die obere Latte wird direkt mit der Unterkante auf die zuvor gezeichnete 7 cm Linie an die Wand gesetzt. Nun kann ich der Übersicht halber diese Hilfslinie entfernen. Als nächstes folgen noch einmal drei Hilfslinien ober- und unterhalb der angebrachten Latten. Der erste Abstand muss 3 cm betragen. Er stellt sicher, dass der Moltonstoff, den wir für die Maskierung verwenden, sauber aufgerollt werden kann und nirgends schleift oder aufsitzt. Die zweiten Hilfslinien haben jeweils 4,5 cm Abstand zu den vorhergehenden. Dies markiert den Bereich, den die Maskierungsaufroller später einnehmen werden.
Zum Schluss wird oben noch einmal eine Hilfslinie im Abstand von 3 cm und unten eine Hilfslinie im Abstand von 4 cm auf der Wand markiert. Die beiden letzten Hilfslinien bestimmen mit ihrem Abstand zueinander die Längen der beiden vertikalen Latten, die im nächsten Arbeitsschritt an die Wand gebracht werden. Und da sind sie auch schon. In meinem Fall haben beide Latten eine Länge von 1,86 Meter. Nun kann ich zur besseren Übersicht die beiden vertikalen und die beiden äußeren horizontalen Hilfslinien entfernen. Wir brauchen sie nicht mehr. Im nächsten Schritt kümmern wir uns um die Maskierungsaufroller. Dazu zoome ich einmal in diesen oberen linken Bereich. Als erstes bestimmen wir uns die Mitte des 4,5 cm Bereiches auf allen vertikalen Latten. Hier im Bild stellvertretend links. Anschließend markieren wir uns jeweils den Abstand zur Wand von 4 cm. Dieser Schnittpunkt ist unser Drehpunkt der Maskierungsaufroller. Dort setzen wir nun insgesamt 4 Bohrlöcher. Als Maskierungsaufroller dienen uns unsere 50x30er Holzlatten. Diese werden dazu längst aufgetrennt, sodass wir einen quadratischen Querschnitt von 30x30 mm erhalten. Nun können wir diese mittels großer Holzbauschrauben drehbar einbauen. Falls sich die Aufroller über die Gesamtlänge doch zu sehr durchbiegen, kann man Abschlussprofile als Verstärkung nutzen. So war es bei mir der Fall. Das Ergebnis sieht dann im Detail so aus. Wir kehren zurück zur Übersicht und sehen noch einmal animiert, wie das Resultat aussehen sollte. Die Längen beider Aufroller ist nur wenige Millimeter kürzer als die Längen der horizontalen Latten des Rahmens. In meinem Fall haben die Aufroller eine Länge von 2,656 Meter und haben damit rechts und links ca. 2 mm Spiel. An dieser Stelle möchte ich den ersten Teil meines Tutorials abschließen. Im zweiten Teil beschäftigen wir uns mit dem großen Thema der Maskierungsmechanik und dem Bau der Maskierung. Bis dahin, euer Thorsten.